Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich glaube, wir wollten jetzt ins hohe Gras gehen. Mal hier Pokémon angucken. Wir haben einen Glumanda, Level 6, Bericht. Ein zaghaftes Glumanda. Ich glaube, zaghaft ist nicht gut. Aber für unsere Zwecke hier wird es ausreichen. Ich kann auch mal eben schnell gucken. Ist da so eine schöne Seite im Internet? Man bei Google ein Pokémon Wesen. So, und da steht folgendes: Zaghaft ist nicht schlecht. Zaghaft ist Spezialangriff und Spezialangriff, also ein neutrales Wesen. Benutzen wir. So, dann geht es jetzt mit diesem tollen Glumanda. Geht's dann weiter. So. Dip, dip, dip. Was haben wir denn hier für ein? Hi. Ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Vertania City. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier, bitte. Und Ash wird natürlich nicht so geschrieben. Das habe ich natürlich dann auch im Nachhinein festgestellt, aber ist auch egal. Wir schreiben Ash so. Ein Pokémon-Kampf. Ein Ratzfratz. Und wir setzen die Kratzerattacke ein. Haben wir auch noch gar keine Pokebälle. Kannst du noch gar nicht fangen. Und da war es das auch mit diesem Ratzfratz. Oh, wen haben wir denn da? Siehst du die Stufen hier? Du kannst sie nicht hinaufklettern, dafür aber herunterspringen. Du kommst so viel schneller nach Alabastia zurück. Das ist ja ein toller Tipp. Ein wildes Taubsi. So, auch das wilde Taubsee haben wir besiegt. Und unser Glumanda ist schon Level 7. Müsst euch nicht wundern, dass da oben wird immer noch Level 6 sein. Ich werde es nämlich nur pro Folge aktualisieren. Sonst wäre es einfach zu viel Arbeit. Dip, dip, dip. Ein wildes Taubsi erscheint. Oh, noch eins. Davon gibt es anscheinend mehrere hier in diesem hohen Gras. Oh, wir haben auch Glut erlernt. Mit Level 7 ist mir gerade mal aufgefallen. Können wir aber mal einsetzen. Ist jetzt nicht effektiv, aber macht auf jeden Fall viel mehr Schaden. Wir könnten uns natürlich, also ein Ratzfratz und ein Taubsi, ich jetzt nicht haben eigentlich. Aber ein Mankey hätte ich gerne. Erstmal heilen wir Glumanda. Wir sind ja ein netter Pokémon-Trainer.
Es gibt in jeder Stadt ein Pokémon Center. Dort behandelt man deine Pokémon kostenlos. Im Pokémon Center kannst du müde, verletzte und besiegte Pokémon heilen. Hümpf, kannst du den PC deine Ecke da drüben benutzen? Darauf hat man mich am Empfang freundlich hingewiesen. Möchtest du etwas über die zwei Raupen-Pokémon erfahren? Raupi ist nicht giftig, aber Hornio, achte auf seinen giftigen Stachel. Naja, dann werden wir das mal tun. Also die Teenager werden alle ungefähr so klingen, weil ich weiß gar nicht. Ja, das ist auch eigentlich so ein Teenager. Diese Pokébälle an deinem Gürtel zeigen mir, dass du ein Pokémon besitzt. Es ist klasse, dass man jedes Pokémon tragen, jederzeit Pokémon tragen und einsetzen kann. Nicht wahr? Ja, das ist schon wunderbar. Hier gibt es sogar schon Schatten, Spiegeleffekte in dieser Edition. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das müsste die dritte, nee, vierte Generation sein. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das jetzt stimmt, was ich sage. Aber ich glaube, vierte Generation ist das. Aber natürlich Remake vom ersten Generation. Hey, kommst du aus Alabastia? Brave Ei schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Ash erhält Eispaket. Ash packt Eispaket in seinen Rucksack. Hey, muss Tränke kaufen. Man weiß ja nie, was in Pokémon so schnell geheilt werden muss. Hihi, dieser Laden führt viele Gegengifte. Oh ja, das ist interessant. Sehr interessant ist das. Hallo, ich versuche meine Notizen auswendig zu lernen. Aha, aha. Was schreibst du denn da? Du schaust in das Notizbuch. Erste Seite. Zum Fangen von Pokémon benutzt man Pokébälle. Man kann bis zu 6 Pokémon auf einmal tragen. Pokémon-Trainer ziehen Pokémon groß und trainieren sie. Umblättern? Okay. Zweite Seite. Ein Pokémon bei voller Stärke ist schwer zu fangen. Man sollte es erst schwächen. Feuergift und andere Attacken wirken Wunder. Umblättern? Okay. Dritte Seite. Pokémon-Trainer suchen einander und lassen ihre Pokémon kämpfen. In den Pokémon-Arenen findest du stets Kämpfer statt. Kämpfe statt. Umblättern? Okay. Vierte Seite. Wie viel gibt's von diesen Seiten? Das Ziel jedes Pokémon-Trainers ist, die 8 Leiter der Pokémon-Arenen zu besiegen. Nur dann darf der Top dürfen die Top 4 in der Pokémon-Liga gegenübertreten. Nur dann darf man den Top 4 in der Pokémon-Liga gegenübertreten. Mädchen, hihi, lass die Finger von meinen Notizen. Entschuldigung. Okay. Lies sorgfältig den Text auf der Tafel. Auch noch. Die Tafel zeigt Statuswechsel der Pokémon während des Kampfes an. Welches Thema möchtest du lesen? Schlaf. Wenn ein Pokémon schläft, kann es nicht angreifen. Ein schlafendes Pokémon wacht auch nach dem Kampf nicht auf. Nutze Aufwecker, damit es aufwacht. Welches Thema möchtest du jetzt lesen? Nein, nicht nochmal Schlaf. Das hatten wir schon. Nicht so schnell klicken. Nein, wir möchten, also das andere wäre Gift, oder wir können es überfliegen. Schlaf, brennt, da brennt es. Ich bin mir nicht sicher, in der neuen Edition, wenn man brennt, vergiftet ist und die Pokémon sind in den Pokébällen und man läuft rum, werden, kriegen die keinen Schaden, aber hier kriegt man, glaube ich, von Brand und Gift auf jeden Fall Schaden. Und natürlich bleibt das alles auch noch nach dem Kampf. Das ist also Schlaf, Brand, Gefroren oder Gefrierbrand, Gift, Paralyse gibt es hier. So. So. Mit dem hatten wir auch schon geredet.
Großvater, sei nicht so gemein. Er hat noch keine Kaffee. Er hat noch keinen Kaffee? Du kannst hier nicht durch. Das ist ein Privatgelände. Ah ja. Habitag. Hey, mein Papa mag Pommes auch sehr gerne. Es macht Spaß, sich Spitznamen auszudenken, aber es erfordert viel Einfallsreichtum. Einfach Namen kann man sich leichter merken. Ich weiß ja nicht. Ich kann mir die Pokémon am besten merken, wenn ich weiß, wie sie heißen. Glumanda ist Glumanda. So, dann haben wir hier auch erstmal wieder alles geschafft. Dann gehen wir jetzt zurück. Wir werden vielleicht nochmal ein paar Kämpfe durchführen. Wenn welche stattfinden sollten. Also ich werde jetzt nicht hin und her laufen, immer wieder. Aber wenn jetzt noch welche kommen sollten, werde ich die mitnehmen. Bald erreicht der Glumanda noch Level 8. Nochmal die Glutattacke, damit geht es auch relativ schnell, würde ich sagen. Aber noch keine One-Hits möglich. Da ist sowieso die Frage, soll ich... Also ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen offline trainieren, denke ich mal, weil sonst wird es ewig dauern, das Spiel. Also von den Parts her. Jetzt, ich meine, am Anfang geht das noch. Ich meine, ich brauche eigentlich... Gar nicht sicher, ob man Metallklaue schnell lernt. Da kann man nämlich auch schon den Trainer besiegen, den Rocco. Sonst bräuchten wir nämlich einen Mankey. Mankey ist ein Kampf-Pokémon, das ist sehr gut. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier hin und bringen ihm das Paket. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich die anderen beiden gesprochen habe hier. Hallo, Ash. Wie geht es dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Ach, mir kann man das nicht sehen, ne? Du müsstest als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich? Ah, auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Vielen Dank. Opa! Warum hast du mich hierher bestellt? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, deren Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Ash, Gary, diese beiden sind für euch. Ash erhält einen Pokédex. Es reicht nicht, Pokémon zu sehen, um detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Du musst sie fangen, benutzt das hier, um wilde Pokémon einzufangen. Ash erhält 5 Pokébälle. Ash packt Pokébälle in Poketasche. In die Tasche. Taucht ein wildes Pokémon auf, so kannst du es fangen. Wirf einfach einen Pokéball und versuche es, doch. Du wirst oftmals keinen Erfolg haben. Ein gesundes Pokémon entkommt schnell. Man muss schon etwas Glück haben. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt, das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt, ich schaffe es nicht mehr. Und außerdem habe ich ja nur ein Pokémon übrig, das ich für die nächste Telefonrechnung brauche. Also bitte,
ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Und vielleicht könnt ihr mir eure doppelten Pokémon schenken, damit ich auch andere Rechnungen bezahlen kann. Macht euch auf den Weg. Dies ist der bedeutendste Projekt in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa. Überlass es Rick mir. Es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Genau, ich leih mir von meiner Schwester eine Karte und dir soll sie keine geben. Hahaha. Opa, ich glaube, so war das eher. Dip, 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 dip. Dann werden wir mal seine Schwester. Opa hat dich um einen Botengang gebeten. So, wer ist ja auch die, ne? Hier, nimmt wir dies, das, hier, das ist eine Karte und ich würde dir weiterhelfen. Ash erhält eine Karte. Ash packt Karte in seine Tasche. Gehen wir jetzt nochmal zu unserer Mama und sagen ihr nochmal auf Wiedersehen. Ash, du solltest eine kurze Pause anlegen. Ich glaube, mir sagt die auch gar nicht mehr. Sehr gut, du hast deine Pokémon sehen großartig aus. Achte auf dich. Tschüss. So. Weg hier. Schnell weg hier. So. Dip, 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 dip. Ein wildes Ratzfratz erscheint, das wir nicht fangen werden. Dieses Glomanda wird Glut einsetzen. Und dann haben wir auch dieses komische kleine Ratzfatz besiegt. Oh, vielleicht könnten wir hier doch nochmal einen Mankey fangen. Tipp, 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 tipp. Vertania City. Dip, 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 dip. Route 22. Ich kann eigentlich mal kurz gucken. Ich habe... Ich weiß gar nicht, ob es ein Lösungsbuch für Feuerrot gab. Apropos Lösungsbuch. Wo habe ich es denn hingelegt? Hier nicht, da nicht. Wo ist es denn nur? Nehmen wir doch dieses schöne Buch hier. Pokémon Gelb, Rot und Blau Edition. Offizielles Lösungsbuch für Game Boy. Damals ja noch für Game Boy. Was haben wir denn hier überhaupt? Gucken wir doch mal rein. Titte, titte. Karte. Wer ist Gary? Alabastia. Wählen Sie in Pokémon Route 1. Da gibt es Taubsich und Radfratz. Ja. Genau, und wir sind Route 22. Das heißt, wir müssen jetzt ja erstmal ganz weit nach hinten blättern. Das ist nämlich hier ganz weit hinten. Route 22. Route 22 kann man fangen. In Rot. Häufig Ratzfratz. Habitak. Selten. Und kein Mankey. Perfekt. Das ist ja mal schwach, ne? Dass man hier kein Mankey fangen kann. Man kann aber noch Nidoran fangen, nämlich ein männliches. Häufig. Und ein Nidoran weiblich selten. Das ist ja blöde. Dann hätten wir natürlich noch die Route 2. Wo wir ein Hornio kriegen können. Selten. Ein Ratzfratz oder ein Taubsi. Und dann kommt ja schon der Wald. Und da kriegen wir Pikachu selten. Raupi selten. Safcon selten. Und da gibt es Hornios häufig. Und Kukunas häufig. Aber es ist, ja, das ist scheiße. Das ist ja mal scheiße, ne? So, jetzt gucke ich nochmal eben schnell hier im Internet.
ob das bei Feuerrot wirklich so ist, dass es ja kein Menki gibt. Feuerrot-Komplettlösung. Was sagt denn eine super schöne Seite dazu? Es gibt viele Seiten. Ich benutze gerne bisafans.de, auch für meine anderen Pokémon-Spiele. Menki. Doch, da steht also, Menki soll es geben in Feuerrot. Da weiß ich nämlich gar nicht, ob dieses Pokémon Gelb uns überhaupt, also Pokémon Rot, Blau und so, uns überhaupt weiterhilft. Es gab kein anderes Lösungsmittel, habe ich nichts gefunden. So, dann gucken wir doch mal. Wir sind gespannt, was uns hier erwartet. Es ist ein Ratzfratz. Ja. Also ein Ratzfratz ist schon mal nichts, was wir brauchen. Wir brauchen einen Menki. Einen Menki. Haben wir hier im Ausverkauf einen Menki? Nein, es ist ein Ratzfratz. Ich mache den Part heute einfach mal 30 Minuten lang. Entweder schaffen wir es in der Zeit, einen Menki zu fangen, oder wir werden im nächsten Part einen Menki haben. Oder vielleicht sehen wir dann auch im nächsten Part da drauf. Gut, Habitak, das ist selten. Das könnte man fangen. Ich mag Habitak. Ein Habitak. Wollen wir das fangen? Ein Habitak? Wenn es die Glutattacke überleben sollte, tut's nicht. Dann kriegen wir kein Habitak. Gut. Und wir haben Level 9 erreicht. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier noch? Ein Ratzfratz nochmal. Wie hat man das denn sonst gemacht, frage ich mich. Metallklau gab's doch bestimmt noch gar nicht im normalen Pokémon. Also ich habe auf dem 3DS auch mehr Pokémon Gelb nochmal geholt, also die richtig uralt Version. Gab es ja als sozusagen Online-Shop. Und da gibt es auf jeden Fall Menki. Oh, da ist doch. Mach doch die Augen auf, aber es ist weiblich. Aber egal. Wir werden versuchen, es zu fangen. Und wenn es ein schönes Wesen hat, werden wir es auch behalten. Und sonst werden wir nächstes Mal ein Menki besitzen, das ein besseres Wesen hat. Ein Beutel. Trank. Okay. Ach, was mache ich denn da? Ich bin auch ein bisschen blöd. Blöd. Bottle. Karte. Pokéball. Los. Er schätzt sein Pokéball ein. Es winselt und wackelt und zappelt und es ist ein Menki. Ein wunderschönes Menki. Im Menki wird ein Pokédex-Eintrag angelegt. Leichtfüßig, beschwingt und ungezügelt ist dieses Pokémon. Wenn es wütend ist, verfällt es unkontrollierbare Raserei. Möchtest du Menki einen Spitznamen geben? Nein, es ist ja ein Menki. Und Ash gibt seinen Pokémon keinen Spitznamen. So. Wir gucken jetzt einmal rein. Pokémon. Menki. Bericht. Menki ist ein... Wo steht es denn? Das kann schon mal nicht einschlafen. Das ist ja wunderschön. Ein zaghaftes Wesen. Und jetzt kommt es, die Tabelle sagt uns.
ein zaghaftes Wesen. Ist total schlecht, weil Spezialangriffe. Spezialangriff. Das ist halt, zaghaft ist genau dasselbe Wesen wie unser, halt auch, das hat Spezial. Ja, ich glaube, Mickey hat keine Spezialangriffe, das ist es nämlich. Da kann man natürlich auch nochmal im Schnell gucken. Mankey. Ein Mankey. Totem, Totem. Hat folgende Attacken. Wagemut hat es. Das ist ein Spezialangriff. Alles andere ist keine Spezialangriff-Attacke. In Generation 4 hat es noch nicht mal Wagemut. Lol. In Generation 4, was es ja glaube ich ist, kann es Donnerblitz lernen. Mit einem TM. Ein Toxin. Und Aeroass. Das Ding kann fliegen. Und Kehrtwende, Käfer. Attacke. Du kannst dann Unlichtattacken lernen. Und kannst sogar Hitzekoller erlernen. Was natürlich Spezialangriff ist. Ja, wenn man den natürlich. Nee. Ja. Aber eigentlich nicht gut. Na gut. Na gut. Also, ich werde mal gucken, ob ich nicht noch ein anderes Mankey fangen kann. So, dann heilen wir unsere Pokémon normal. Natürlich auch nicht unendlich Geld, ne? Das ist auch natürlich. Wie viel Geld haben wir überhaupt? Typ. Mankey ist übrigens ein Schwein und ein Affe. Ein Schweineaffe. So, kaufen. Wir haben 3080 und wir kaufen uns mal 10 Pokébälle. Ich weiß gar nicht, ob es hier schon Möglichkeiten gibt, einen Ball geschenkt zu bekommen. Ein Primärball gibt es auch hier nicht. So. Dann laufe ich jetzt nochmal wieder hier hin. Und dann werde ich nochmal 4 weitere Mankeys fangen. Und entweder ist dabei ein schönes Mankey. Da brauche ich nur eins fangen. Wenn es ein schönes Mankey ist, gleich. Und dann sage ich wieder an dieser Stelle, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und das nächste, was kommen wird, ist wieder eine Folge Fallout 4 am morgigen Tag. Auf Wiedersehen, tschüss!